A short time ago, little Ruby Vor kurzem wurde die kleine Ruby in unsere Familie geboren. Als ich ihr niedliches Gesicht betrachtete, staunte ich über meine Erkenntnis, dass sie ja vor ihrer Geburt in der Gegenwart des Vaters im Himmel gelebt hatte. Sie hatte Gottes großartigen Plan des Glücklichseins angenommen und sich entschlossen, ihm und Jesus Christus, unserem Erlöser, nachzufolgen. Aufgrund ihrer Entscheidung durfte sie auf die Erde kommen, um das irdische Leben zu durchlaufen und sich auf das ewige Leben vorzubereiten. Ihr Geist ist nun mit ihrem Körper vereint und für Ruby hat eine Zeit des Lernens begonnen, in der sie sich bewähren und sich entscheiden kann, Christus nachzufolgen und sich darauf vorbereitet, das ewige Leben würdig zu sein. Ruby kam ganz rein auf diese Erde, aber es gehört zum Plan, dass sie Schwierigkeiten ausgesetzt sein wird und Fehler macht. Durch das Sühnopfer unseres Erretters kann Ruby jedoch Vergebung erlangen, eine Fülle der Freude empfangen und wieder rein sein, bereit für immer bei unserem Vater im Himmel zu leben. Nur wenige Stunden nach der Geburt durfte ich dieses liebe Kind auf dem Arm halten. Ich sagte zu ihrer Mutter, wir müssen Ruby beibringen, was sie tun muss, um eine tugendhafte Frau zu werden, ganz rein und kostbar. Ihre Mutter entgegnete, ich fange gleich heute damit an. Was wird Rubys Mutter tun, um heute damit anzufangen? Wie können wir als Eltern, Großeltern und Führungsbeamte anfangen und unsere Kinder, unsere Jugendlichen auf dem Weg zum ewigen Leben halten? Wir müssen den Gläubigen ein Vorbild sein. Der Prophet Brigham Young hat gesagt, wir dürfen niemals etwas tun, was wir bei unseren Kindern nicht sehen wollen. Wir sollen ihnen ein Beispiel geben, von dem wir wünschen, dass sie es nachahmen. Wir alle können heute anfangen, indem wir dieses gute Beispiel geben. Heute möchte ich Sie einladen, den Gläubigen ein Vorbild zu sein, im Glauben und in der Lauterkeit, in zwei Grundsätzen, die für die Errettung erforderlich sind. Seien Sie den Gläubigen ein Vorbild im Glauben. Stärken Sie aktiv Ihren Glauben und Ihr Zeugnis von Jesus Christus und bereiten Sie sich dadurch darauf vor, Ihren Kindern in Wort und Tat Zeugnis zu geben. Ich möchte Ihnen von einer wunderbaren Mutter erzählen, deren Leben ein Beispiel an Glauben war. Als der Prophet Joseph Smith noch sehr klein war, beobachtete er seine Mutter Lucy Mack Smith und lernte von ihr, was Glaube an Gott bedeutet. Lucy suchte nach Antworten in der Heiligen Schrift. Joseph ging ebenso vor, als er, wie seine Mutter, in der Bibel las, um Führung zu erlangen. Außerdem löste Lucy familiäre Probleme, indem sie sich im persönlichen Gebet um Hilfe vom Herrn bemühte. Eines Tages, so berichtet Lucy, als sich die Familie uneinig über das Thema Religion war, zog sie sich in einen nahegelegenen Hain mit wilden Kirschbäumen zurück und betete zum Herrn. Lucy betete auch mit großem Glauben, wenn die Gesundheit auf dem Spiel stand, zum Beispiel als Joseph wegen einer Knochenmarksentzündung fast ein Bein verlor und seine Schwester Sophronia beinahe an Typhus starb. Über Sophronias Krankheit schrieb Lucy, ich schaute mein Kind ein. Mein Mann und ich nahmen einander bei den Händen, fielen auf die Knie und schütteten vor Gott flehentlich unser verzweifeltes Herz aus. Sophronia überlebte. Ich bin überzeugt, dass Lucys Kinder oft sahen, wie sie voller Glauben betete und dass sie auch sahen, was dann geschah. Lucy betete glaubensvoll um Führung und auch Joseph zog sich in einen Hain zurück, um mit Glauben zu beten und so wie seine Mutter eine Antwort vom Herrn zu erbitten. Wie Lucy müssen auch wir unseren Kindern und Jugendlichen zeigen, wie ihr Glaube und ihr Zeugnis von Jesus Christus wachsen können. Wir müssen unseren Glauben und unser Zeugnis stärken, indem wir in den Schriften lesen und allein und mit ihnen beten. Im Gegensatz zu Lucy haben wir heute nicht nur die Bibel. Wir haben die neuzeitlichen Schriften und die Worte unserer neuzeitlichen Propheten, die uns auf dem Weg zum ewigen Leben, zum sicheren Ort führen. Im Buch Mormon lesen wir über diejenigen auf dem Weg, die sich beständig an der eisernen Stange festhielten und sie als das Wort Gottes betrachteten. In der heutigen Welt, wo es für Versuchungen nur so wimmelt, kann es eine Herausforderung sein, sich beständig festzuhalten. Denn der Satan versucht auf hinterhältige Art, uns von Gottes Faden wegzulocken. Wenn wir eine Hand an die Stange legen und mit der anderen in der Welt sind, riskieren wir, dass unsere Kinder und Jugendlichen vom Pfad abkommen. Wenn unser Beispiel Verwirrung stiftet, verlieren wir, um mit Jakob zu sprechen, das Vertrauen unserer Kinder, weil wir ihnen schlechtes Beispiel gegeben haben. Eltern, Großeltern und Führungsbeamte, Ihre Botschaft muss ganz klar sein. Diese Klarheit kann nur dann entstehen, wenn Sie mit beiden Händen an der Stange festhalten und nach den Wahrheiten leben, die in den Schriften und den Worten der neuzeitlichen Propheten zu finden sind.
Sie mögen vielleicht keinen Propheten erziehen, wie Lucy es tat, aber ganz gewiss erziehen sie die Führer von morgen und ihr Verhalten ist genauso sichtbar mit deren Glauben verknüpft. Zweitens, seien sie den Gläubigen ein Vorbild in der Lauterkeit. Nur durch das Sühnopfer des Erretters können wir lauter oder rein werden. Für uns alle beginnt der Prozess des Reinwerdens mit Glauben, Umkehr und dem Taufbündnis. Elder Robert D. Hales hat uns einen Rat gegeben, wie wir unseren Kindern helfen können, ihren Taufbund einzuhalten. Wir sagen ihnen, dass sie in dem Augenblick, in dem sie aus dem Wasser steigen, aus der Welt heraus und in das Reich Gottes hineingehen. Mit einem Bund versprechen sie, seine Gebote zu halten. Das Bündnis erlegt uns die feste Verpflichtung auf, unser Versprechen Gott gegenüber zu halten. Damit wir unsere Bündnisse halten können, verzichten wir auf alle Verhaltensweisen und Interessen, die uns daran hindern könnten. Die Broschüre für eine starke Jugend ist hervorragend dazu geeignet, den Jugendlichen klarzumachen, welche heilige Verpflichtung mit einem Bündnis einhergeht und wie sehr man mit Reinheit gesegnet wird, wenn man Bündnisse einhält. Sie enthält die Worte neuzeitlicher Propheten, die eiserne Stange, die sie sicher auf dem engen und schmalen Weg führt und vor den Fallen des Satans schützt, die ihren Fortschritt verzögern können. In dieser Broschüre werden auch die vielen Segnungen erwähnt, die man bekommt, wenn man gehorsam ist und nach tugendhaftem und liebenswertem trachtet. Besorgen Sie sich als Eltern dieses Heft und lesen Sie oft darin. Halten auch Sie sich an diese Grundsätze. Führen Sie mit den Jugendlichen tiefgründige Gespräche über das Evangelium, die in ihnen den Wunsch aufkeimen lassen, nach den Grundsätzen zu leben und von sich aus herauszufinden, was sie bedeuten und wozu sie da sind. In den Abschnitten Unterhaltung und Medien und Kleidung und äußere Erscheinung genannten Grundsätze können eine gewaltige Herausforderung darstellen, weil sie immer mehr von den Maßstäben der Welt abweichen. Wir müssen bei der Auswahl unserer Unterhaltung zeigen, wo es Tugendhaftes und Liebenswertes gibt. Wir müssen darauf achten, dass die Medien, die wir bei uns daheim nutzen, nicht die Empfindsamkeit für den Geist abstumpfen oder den Beziehungen zu unseren Angehörigen und Freunden schaden oder persönliche Vorlieben zutage fördern, die mit den Evangeliumsgrundsätzen unvereinbar sind. Durch unser Beispiel können wir unseren Kindern zeigen, dass die dauernde Beschäftigung mit dem Internet, sozialen Netzwerken, Handys, Videospielen oder mit dem Fernsehen uns von sinnvollen Aktivitäten und wertvollem Umgang mit unseren Mitmenschen abhält. Wir müssen auch in unserer Kleidung und äußeren Erscheinung Tugendhaftes und Liebenswertes zeigen. Als Bundesvolk haben wir die Pflicht, auf unseren Körper zu achten, ihn zu schützen und uns ordentlich zu kleiden. Wir müssen unseren Kindern und Jugendlichen deutlich machen, dass wir unseren Körper als einen Tempel und als ein Geschenk von Gott achten. Wir geben ein Beispiel, wenn wir keine unanständige Kleidung kaufen oder tragen, also Kleidung, die zu eng, durchsichtig oder sonst wie freizügig ist. Wer seinem Bund treu ist, bemüht sich darum, allzeit und wo auch immer er sich befindet, gehorsam zu sein. Denn er liebt Gott und ihm sind Segnungen verheißen. Als ich einmal mit meinem Mann abends spazieren ging, kamen wir bei einem Hochzeitsempfang vorbei, der gerade in vollem Gang war. Wir kannten die Leute nicht, aber wir hatten sofort den Eindruck, dass alles tugendhaft ablief. Musik und Kleidung waren wunderschön. Das Kleid der strahlenden Braut war über jeden Zweifel erhaben, ebenso wie die Kleidung aller Anwesenden. Diese Familie wollte die Heiligkeit dieses Tages nicht mit der Art und Weise der Welt vermischen. Nun möchte ich noch ein paar Worte an die wunderbaren Jugendlichen in unserer Kirche richten. Ich danke euch für das Beispiel an Rechtschaffenheit, das ihr euren Freunden, Lehrern, Führungsbeamten und Angehörigen gebt. Ich weiß, dass viele von euch das einzige Mitglied der Kirche in ihrer Familie sind. Ich möchte euch loben für eure Entschlossenheit und eure beispielhafte Rechtschaffenheit. Seid geduldig und lebt weiterhin rechtschaffen. Es gibt viele, die euch helfen können. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, selbst eine vorbildliche Familie kann alle Unterstützung brauchen, die sie von guten Männern und Frauen erhalten kann, die sich wahrhaft kümmern. Sucht in eurer Gemeinde und im Pfarrer nach Führungsbeamten und Freunden, die den Gläubigen ein Vorbild sind und lernt von ihnen. Ich habe als junge Frau Menschen gefunden, die den Gläubigen ein Vorbild waren. Neben meinen Eltern war das meine Tante Karma. Ich weiß noch genau, wie sie eines Abends im Pfarrer eine Ansprache über Grundsätze hielt, als ich 16 war. Sie sprach darüber, wie wichtig es ist, keusch und würdig für eine Tempelehe zu sein. Ihr Zeugnis berührte mich sehr. Ich hatte seit meiner frühesten Kindheit gesehen, wie tugendhaft sie lebte, und ich wusste, dass es mit ihren Worten übereinstimmte. Ich wollte ihrem Beispiel folgen. Junge Männer und junge Damen, ihr könnt heute anfangen und den Gläubigen ein Vorbild sein, im Glauben und in der Lauterkeit. Stärkt jeden Tag euren Glauben und euer Zeugnis, indem ihr den Heiligen Schriften lest und betet.
Seid eurem Taufbund treu, der euch rein und würdig hält, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Ihr könnt heute damit anfangen, dieses Vorbild zu sein, dem andere nachfolgen können. Wer weiß, vielleicht seid ihr eines Tages das Vorbild, das meine kleine Ruby dann brauchen wird. Ruby hat einen sehr guten Start auf dem Weg zum ewigen Leben. Ihre Eltern geben zu Hause ein Beispiel an Rechtschaffenheit und sind jeden Tag entschlossen, den Gläubigen ein Vorbild zu sein. Hoffentlich wird Ruby sich dafür entscheiden, dem zu folgen. Ich bin für den Plan des Glücklichseins dankbar und bezeuge, dass dies der einzige Weg ist, wie Ruby und wir alle wieder rein sein und für immer in der Gegenwart unseres himmlischen Vaters leben können. Mögen wir alle heute damit anfangen. Im Namen Jesu Christi. Amen.